Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. 62% Stadtzufriedenheit haben wir mittlerweile und so wie sich das gerade angehört hat, ist es hier wohl mächtig am Regnen. Oh ja. Oha. Ich glaube, so ein Wetter hatten wir hier noch gar nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oje, oje, oje. Okay. Dann schauen wir mal, was wir heute alles noch so machen können. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich jetzt nicht jeden kleinen Scheiß, sage ich jetzt mal, mit euch zusammen machen möchte. Das ist gut, dass wir hier noch zwei Schatztruhen öffnen können. So, ich glaube, hatten wir nicht noch irgendwas, was wir auch abschließen konnten? Also irgendeine Quest, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Bei dem Wetter bin ich ganz ehrlich, da bin ich froh drüber, dass ich hier herumkutschiert werde. So wie Fokur damals aus der unendlichen Geschichte. Die sehen irgendwie ein bisschen aus, als ob da oben kleine Kackhäufchen drauf sind. Oh, irgendwie ist das eklig. Aber oh, wir haben ganz viel Tapete bekommen. Auch eine Eichel. Und... Ah, 10-mal. Das können wir einfordern. Sehr schön. Einen Samen haben wir auch noch bekommen. Das hört sich alles irgendwie so falsch an. So, Gemeinschaft. Da ist es nicht drin. Da. 10 Mysteriöse. Das ist immer gut, wenn wir da was dazu bekommen. Allerdings haben wir da, ehrlich gesagt, schon sehr viele von. Also das... Oh, Moment. Ertragreiche. Sammle 10 Ernten von Immerling-Kindern. Ja. Ah, sehr schön. Miora kann ich immer gut gebrauchen. Einziges Problem ist nur, wir haben gerade nichts, was wir mit Miora machen könnten. Außer Dekorationen vielleicht noch. Heuere 5 Immerling-Kinder an. Ja, würde ich ja gerne, aber ich darf die ja nirgendwo reinmachen. Das ist ja das Blöde. Tausche gegen 25 Immermünzen. Ach, das sollte ich dann vielleicht auch mal machen. Ein fairer Handel. Die Frage ist nur, kann man sich angucken? Man kann nicht angucken, was da noch rauskommt. Schade. Naja, gut. Ich hoffe, da ist jetzt nichts Wichtiges drin. Aber das mit den Immermünzentausch, das ist richtig. Das könnten wir auch nochmal machen. Hier haben wir jetzt erstmal soweit, denke ich... Doch, eigentlich haben wir ja hier was. Deswegen... Jetzt muss ich nochmal eben schauen. Hier oben können wir noch nichts machen. Das sind überall die gleichen Symbole. Dann würde ich sagen, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Schau mal eben, ob wir nicht tatsächlich noch irgendwo... Moment, hier. Möchte ein... Ach, wir haben ein T-Shirt bekommen. Ach, cool. Dann gehen wir mal ganz schnell zu den Wiesenquartieren. Das wollte ich nämlich wissen. Ach so, und ich sollte vielleicht auch... hier, Kathleen war das jetzt, ne? Die muss ich mir dann nämlich wegstreichen, weil ich mir das extra aufgeschrieben hatte. Hatte ich dem Rio jetzt die Beere gegeben? Da bin ich mir nicht sicher. Oh Gott, wie viele Leute kommen hier noch? Wie war das nochmal? Ja, ja, Gemischtwarenladen. Tut mir leid, haben wir gerade nicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir einen... Nee, wir können, glaube ich, auch gar nichts mehr bauen, oder? Seid gegrüßt. Gasthaus, Gasthaus. Ich glaube, das ist auch schon voll, aber ich schaue mal eben nach. Gasthaus. Gasthaus, Gasthaus. Gasthaus, das ist auf jeden Fall voll. Haben wir noch ein zweites Gasthaus hier? Blumenladen, Café, Bäckerei. Hä, wir haben noch eine leere Bäckerei? Ich denke, die hatten wir gefüllt. Das ist aber doch jetzt alles hier das Gleiche, oder? Angestellten zuweisen. Oh mein Gott. Ich dachte, den hätten wir da schon drin. Eieieiei. Es tut mir leid, Leute. Ich dachte, wir haben euch schon da reingesetzt. Ja gut, theoretisch könnten wir natürlich noch Leute hier reinholen. Bibliothek? Haben wir da noch einen, der gerne in die Bibliothek möchte? Das nicht. Okay, dann Blumenladen. Haben wir da eventuell noch einen? Achso, der arbeitet schon im Blumenladen. Okay. Stadtgarten.
Da habe ich ja jetzt einen reingetan, der eigentlich gar nichts damit zu tun hatte, beziehungsweise gar nicht da rein wollte. Also wir können noch ein Haus bauen, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Die Frage ist jetzt, ich könnte theoretisch, ach Moment, Restaurant, brauche ich nicht drüben noch ein Restaurant? Gemischtwarenladen. Dann würde ich sagen, bauen wir, oh, das ist aber sehr groß, bauen wir einen Gemischtwarenladen hier hin. So, das ist so ein bisschen zack. Und dann können wir den einen oder die eine, ich weiß es jetzt nicht mehr. Warst du das? Nee, das war Gasthaus. Ja, geh weg, geh weg, geh weg, sonst ist der andere gleich weg. Ich weiß sonst nicht, wo der ist. Du warst das, oder? Gemischtwarenladen, genau. Dann zieh mal bitte bei uns ein. Hallo? Nein! Ich habe zwar mehr Plätze. Oder? Moment. Moment. Die sind nicht freigeschaltet. Vielleicht liegt es auch daran. Kleines Haus. Ach, die habe ich noch gar nicht gestaltet. So sehe ich gerade. Marke. Einbewohnerplatz. So. Zack. Komm her. Können wir das so machen? Zuweisen? Ja, jetzt hat sich das nämlich erhöht. Okay, perfekt. Oh, ich dachte schon. Gut, dann kommst du nämlich bald da rein. Ja, nur für dich muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, hier können wir auch nichts einfordern, da können wir nur anpassen. Ich höre das nämlich die ganze Zeit hier im Hintergrund trällern. So, was ich aber noch machen wollte, lauf mal darüber. Ich wollte zu unserem neuen Gebiet gehen. Was ist denn hier schon wieder? Das habe ich doch gar nicht heute gebaut. Moment. Ach so, wir sind noch. Ach, ja, okay. Ich dachte, wir wären schon im neuen Gebiet drin. Dann ist das natürlich logisch. Was ist eigentlich mit dem Häuschen hier? Ein paar Dekorationen. Ja, finde ich auch. Warum habe ich das hier eigentlich nicht dekoriert? Da wohnt Pallas drin. Wieso habe ich dich nicht dekoriert? Könnte ich ja eigentlich, ne? Ich meine, wir haben jetzt hier. Machen wir mal so ein bisschen so und total schreckliche Kombinationen, aber egal. Da darf auch gerne noch einer drin wohnen, so für Notfälle. Briefkasten und so haben wir alles nicht. Okay. Ja. Dann machen wir es doch so. Ich glaube, es geht jetzt auch schneller, bevor ich da jetzt rüberlaufe. War da nicht noch ein Stück dazwischen? Ja, meine ich nämlich. Hier ist nämlich das Naturschutzgebiet. Dann gehe ich direkt mal zur Waldlegion, wollte ich gerade sagen. Region. Oh, ja, wo sollen wir die alle unterbringen? Genau, ich muss Häuser bauen. Bleib hier. Komm mal her. Ich arbeite an einem Blumengesteck, aber mir fehlt die perfekte Bauschgemütlichkeit für das Herzstück. Bringst du mir etwas Passendes? Ja. Oh, das ist fantastisch. Leider habe ich noch keins. Tut mir leid. Okay, es gibt Pfannkuchen. Ich glaube, ich war übrigens gerade eigentlich in Wiesenquartiere, weil ich mit Kathleen sprechen wollte. Fällt mir gerade so ein. Oh nein, habe ich dich irgendwie beleidigt? Nein, hast du nicht. Blumenladen. Haben wir schon einen Blumenladen? Ich weiß es gerade gar nicht. Können wir dich schon? Wir können. Ja, wir setzen die einfach alle in die gleichen Häuser rein. Oh mein Gott, da hinten sind auch noch welche. Was ist denn mit dir? Bibliothek. Das ist gut. Du darfst einziehen, weil wir werden noch eine Bibliothek bekommen. Gesundheit. Niesen Sie mich doch bitte nicht direkt an, junge Dame. Tempel. Sollen wir dir einen Tempel machen? Du siehst auch so ein bisschen aus wie ein buddhistischer Mönch. Komm, wir. Irgendwie müssen die ja produktiv werden. Wir hauen hier jetzt einfach alle hier in die gleichen Häuser rein. Eigentlich wollte ich das mit euch, wie gesagt, alles nicht machen. Dass ihr dabei zuseht, aber jetzt müsst ihr zusehen. Jetzt habt ihr die Arschkarte gezogen. So. Also, einen Tempel. Bäckerei. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Habe ich jetzt auch eine Bäckerei, einen für eine Bäckerei aufgenommen? Die Bibliothek kann ich immer noch nicht machen. Tempel kann ich aber auf jeden Fall. Oh, der ist aber groß. Ich gar nicht mehr so riesig in Erinnerung. Oh je. Da das ein Tempel ist, können wir den natürlich hier einsam und verlassen, wollte ich gerade sagen, nach hier oben stellen. Können wir den so ein bisschen anpassen hier, so?
Geht das? So? So? Ja? Nein? Fast? Okay. Gut. Verwalten. So, arbeitslos. Ich weiß. Tempel, das ist der mit dem Tempel. Blumenladen, Bibliothek ist klar. Die können wir leider noch nicht. Blumenladen, Bäcker. Arbeitet er schon als... Ja, klar, arbeitet er schon als Bäcker. Also haben wir auch schon eine Bäckerei. Gut, dann fehlt noch der Blumenladen. Der Blumenladen. Den wir jetzt nicht machen können, ne? Den können wir nicht machen. Den müssen wir dann halt später machen. Tut mir leid, Leute. So, großes Haus. Das können wir aber auch theoretisch irgendwo hier unterbringen. Jetzt kriege ich hier schon Schlucker vor lauter Schreck. Ach komm. So. Nein, nicht so viel. Ach so, wenn ich das, wenn ich das andersrum drehe, dann kann ich das ein bisschen weiter reinsetzen. Muss man jetzt alles nicht verstehen. Okay. Setzen wir mal eins hier hin. Ein bisschen Platz für einen Blumenladen brauchen wir ja auch noch. Aber wir könnten theoretisch hier zum Tempel so ein einsames Häuschen hier oben hinstellen. So. So. Da oben. Oh. Da oben haben wir auch noch Platz, sehe ich gerade. Und hier können wir auch noch was hinbauen. Das wäre doch auch schön. So für die Leute. Ein kleines Häuschen hier oben. Wobei, vielleicht müsste ich da noch was anderes hinstellen. Das passt hier nämlich auch gerade nicht so richtig. Das will alles nicht so. Naja, Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich mach das mal. Können wir das so ein bisschen. So, stellen wir mal hier hin. Ich weiß gar nicht mehr, was das Bunte da unten überhaupt war. Hilfe! Okay. Ja, wir können jetzt hier auch gerade nichts dekorieren. Da müssen wir uns dann später drum kümmern. Okay, dann schauen wir jetzt noch mal kurz, bevor ich irgendwas anderes mache. Hier ist jetzt auch keiner mehr, der hier einziehen möchte, oder? So, da werden noch welche gebaut. Ach, 12 Dekorationen müssen wir auch noch machen. Okay. Eine Anfrage noch abschließen. Ja gut, Stadtbewohner, das kommt dann ja mit der Zeit. Das kann ich jetzt so leider noch nicht machen. Aber 12 Dekorationen müssten wir theoretisch noch machen. Okay, dann machen wir die doch auch mal eben schnell. Nee, wir machen einen eleganten Bogen. Können wir jetzt hier wieder nicht hinmachen, ne? Das hätte man davor machen müssen. Mist. Einen eleganten Bogen, so, so irgendwie. Okay, ich wollte eigentlich einen wunderschönen Bogen haben, aber naja. So, eben ausrichten. Zack. Noch einen wunderschönen. Noch einen wunderschönen. Jetzt habe ich gar nicht mitgezählt. Wie viel sollten wir jetzt machen? 15 oder so? Keine Ahnung. Wir machen noch mal irgendwo ein Gartenpavillon hin. So. Und ein Brunnen, der fehlt natürlich auch hier in der Stadt irgendwie. Wir klatschen das jetzt alles mal in eine Ecke. Eine Statue haben wir noch nicht. Die Bank, bin ich mir gerade nicht sicher, wie rum die überhaupt gehört. Die, keine Ahnung, setzen wir hier oben hin, wo noch ein bisschen Platz ist. So, die Blumen, die können wir irgendwie hier so zack vors Gasthaus setzen. Und dann fällt mir gleich auf, dass es gar kein Gasthaus ist. Das setzen wir hier hin, das Rankengitter. Ein Vogelbad können die auch noch gebrauchen. Wie viel müssen wir jetzt noch? Wir machen hier noch ein Vogelbad hin. Wir klatschen die Sachen hier einfach mal überall hin, wo wir keine Sachen haben wollen. Haben wir, glaube ich, ne? So, Laternenmast, zack, noch ein Laternenmast, zack. Können wir jetzt endlich mal mit den Dekorationen. Ach so, Moment, vielleicht geht das auch erst, wenn ich rausgehe. Ich bin so blöd. Ja. Okay. Ich bin so doof. Ich bin so doof. 12 von 12, aber es scheint doch gerade so.
12 gewesen zu sein. So. 5 Bewohner brauchen wir noch. Kommt natürlich mit der Zeit erst. 7 einzigartige Gebäude. Gut, wir haben jetzt noch den Tempel gebaut. Da hinten haben wir noch irgendwas gebaut. Ich weiß schon gar nicht mehr was. Okay. So, dann... Ach, den Gemischtwarenladen. Ich glaube, den haben wir noch hier hingestellt. Ja gut, bringt jetzt natürlich nichts, wenn ich jetzt hier ein Café oder irgendwas baue. Weil wir nicht wissen, wer hier noch reinkommt. Picknickplatz habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Warum eigentlich nicht? Ich müsste die doch normalerweise auch schon gesammelt haben. Was ist denn mit... Ach so, das ist wieder dieses Stinkend, was wir noch immer brauchen. Na gut. Nein, ich kann es doch nicht... Hä? Ich kann es doch nicht bauen. Wieso zeigst du mir das dann hier an? Das ist doch doof. Na gut, dann würde ich jetzt mal spontan sagen, dass ich versuche, noch irgendwie Stinkend zu kriegen. Ich weiß ja nicht, wie viel ich davon schon habe. Ach so. Das sehe ich ja jetzt erst. Oder vielleicht habe ich es schon mal gesehen. Ich habe es schon wieder vergessen. Das kann auch sein. Dass das diese Dörfchen sind, wo wir noch dran arbeiten müssen. Und dass das die voll Ausgebildeten sind. Ja, vielleicht habe ich euch das auch schon mal erklärt. Wer weiß. So, Moment. Wo haben wir hier Stinken drin? Ja, hier irgendwie gar nicht. Wo? Ach so, nur hier unten. Ah, ja, da müssten wir, stimmt, da müssten wir manuell. Vielleicht kriegen wir aber auch, wie viel haben wir denn davon? Hm. Wenn ich jetzt natürlich einfach so da reingehe und versuche, das zu kriegen, bringt mich das vermutlich nicht weiter. Ich würde gerne nochmal eine komplett neue Welt machen, wo viel von dem Stinken drin ist. Also ich vermute mal, dass, weiß ich nicht, hier zwischendurch irgendwas ziemlich eklig aussieht und wir das dann kriegen, also holen müssten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hier kriegen wir es wahrscheinlich nicht durch, da kriegen wir höchstens die Dora mit, nehme ich mal an. Ja, oder halt die Sachen noch. Ich wüsste jetzt so auf Anhieb nicht... Mit den... Eieiei, ihr seid aber auch große, sanftmütige Riesen hier. Ich wüsste so auf Anhieb tatsächlich nicht... Oh, ein Immerlingkind versteckt sich hier. So kann ich nicht mit dir sprechen. Oder, ach so, da ist das der eine, der mir hier helfen soll. Ach, das kann natürlich auch sein. Das wird zumindest auch erklären, warum das hier nicht dieses Geräusch gegeben hat. Ich habe mich gerade schon gewundert. Fülle. Ja, da kommt was ganz anderes raus. Aber ich denke mal nicht, dass hier... Dass wir hier stinkend rauskriegen. Was ist das denn hier? Ist das wieder eine neue? Nee, das ist der eine Zwerg hier wieder. Oder? Oh. Es tut mir leid, aber ich kann bei dir noch mal die Truhe aufmachen. Der hat auf jeden Fall rote Haarfarbe drin gehabt. Tut mir leid, ich bin wieder draußen. Okay. Da ist natürlich auch nichts von drin. Ich bin jetzt ehrlich gesagt tatsächlich ein bisschen überfordert. Okay. Ein bisschen überfordert, wo ich stinkend herkriege. Ich denke mal, dass es tatsächlich nur diese Dinger sind, die man so aus dem Boden rausziehen kann. Aber ich nehme hier nochmal ein paar Bären mit. Hm. Komm her. Komm her. Entfalt. Och, jetzt wollte ich den einfangen. Ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Falls ihr das jetzt so auf Anhieb wisst, könnt ihr es mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Weil irgendwie ist das bei mir tatsächlich... extremst Mangelware. Ich würde jetzt sagen, dass ich zur Stadt zurückgehe. Das ist übrigens die falsche Stadt. Ich wollte mal ausprobieren, wo ich nicht nochmal komme, wenn ich auf Stadt gehe. Ach so, das ist dann immer die aktuelle Stadt, wo ich gerade mit dem Arbeiten bin.
Gut zu wissen. Okay. Dann schauen wir mal eben, ob wir nicht eventuell doch noch einen Samen machen können. Ich wollte zwar eigentlich jetzt erstmal keinen neuen Samen machen, aber wir müssen ja irgendwo, müssen wir das hier herkriegen. Das sind natürlich auch alles völlig andere. Diese Ranken meinte ich übrigens. Da müsste irgendwo stinkend herkommen. Aber ich habe noch nicht mal ein einziges. Also das, ganz ehrlich, das nervt mich jetzt gerade tierisch. Sollte ich irgendjemanden nicht irgendwas mit Steinen mitbringen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber Seelenruhe glaube ich nicht, dass ich mitbringen sollte. Block wässrig glaube ich auch nicht, aber... Machen wir mal so. Ich habe ja auch nichts, wo irgendwie... Ach so, Schnittholz, genau. Das... Ach ja, ich brauchte ja nur das Holz. Ich kann das ja jetzt verwerten. Ach, ist das geil. Da verwerten wir jetzt auch mal eine ganze Menge von. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht für später mal brauche. Behalten wir noch 5 übrig. Das machen wir mal, um noch was freizuschalten. So. Da haben wir jetzt auch alle. Da haben wir nicht so viele von. Ja, ich wusste es. Ich dachte, vielleicht kriegen wir es noch freigeschaltet, aber... Natürlich nicht. Kriegen wir das letzte auch nicht raus. Okay, wir machen das jetzt einfach mal, damit ich zumindest ein bisschen was von denen weiß, was da rauskommt. Und immer noch kein stinkend bei. Es kotzt mich so an. Tja. Aber ohne das, muss ich ganz ehrlich sagen, lohnt es sich auch nicht, nochmal eine neue Welt zu machen. Also, ich bin gerade hier hingekommen und ich höre hier die ganze Zeit, als ob es ein Immerling-Kind wäre. Irgendetwas leuchtet dort im Wasser. Bestimmt kannst du einen wertvollen Schatz an Land ziehen. Okay. Darf ich eben sehen, was die Angel ist? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt ging. Moment. Nein, nicht dahin. Ich muss ein Stück zurückgehen. Hallo. Abbrechen. Rechte Maustaste war das. Okay. So. So. Das hatte ich bisher nämlich auch noch nicht. Ach genau, ich muss entgegensteuern. Das war das. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es geht. Ein Pflanzentonikum habe ich bekommen. Ja, cool. Ah, ich bin zu den Immerlingen gegangen. Und meine Stimme überschlägt sich hier schon komplett. Und ich sehe gerade, ich kann hier stinkend Essenz kaufen. Natürlich kaufe ich die. Ich weiß gar nicht, wie viele Münzen ich habe. Achso, okay. Egal, ich kaufe sie einfach... Ah nee, Moment, die sind jetzt ausverkauft. Das ist das Problem. Deswegen kann ich keine mehr holen. Aber egal, ich habe jetzt endlich etwas davon bekommen. Das Problem ist... ich weiß jetzt gerade nicht. Die haben wir alle. Ich weiß ja... Oh, da sind jetzt neue Stände hinzugekommen. Was ist das denn hier? Aufblasbare Palme-Dekoration. Blumenbeete gestapelt. Liebliche Blumentöpfe. Oha. Blumenbeete, Restaurant-Dekoration, Brotdekoration. Hier ist irgendwie... Wüstenlaternenmast. Achso, das ist wahrscheinlich, weil man das mit Essenzen bezahlt. Okay, gefrorener Laternenmast. Ja, das ist nämlich überall, wo man Myra bezahlt, leuchtet es nicht. Das ist ja cool. Das ist auf jeden Fall mal was Neues. Pilzwand, gefrorene Wand.
Ja, cool. Das habe ich noch nicht gewusst. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Ja, leider sind die Stinkend-Essenzen hier aus, aber ich bin wirklich so, so blöd, dass ich nicht daran gedacht habe, hier mal nachzugucken. Dann werde ich mal ganz schnell wieder zurückreisen. Und dann ist natürlich die große, große Frage. Ich gehe mal eben zur Stadt. So, und schaue mal, wie viel brauchen wir dafür? Ja, es sind genau die fünf, die wir brauchen. Das Problem ist, wenn ich jetzt diese fünf nehme und in ein neues Gebiet reinstecke, gehe ich mal stark davon aus, dass ich wieder nicht herausfinde, wie ich die bekommen werde. Ja, ich hoffe jetzt mal einfach, dass wir bei den Immerlingen. Oh, ich sehe gerade, die Getreidemühle können wir jetzt auch bauen. Das war aber nicht hier, glaube ich. Das war auf ein. Nee, Moment, ich musste die generell für irgendeine Quest oder sowas bauen, ne? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich gehe jetzt mal einfach auf Risiko. Ich baue jetzt hier die Bibliothek. Können wir die irgendwo hinbauen? Genau, wo viel Platz noch ist, aber wo es so ein bisschen. So, dann machen wir das hier so ein bisschen der Linie nach. So. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, was ich gemacht habe, aber ja. Wir bauen dann auch mal einen Picknickplatz. Da in der Nähe von der Bibliothek, würde ich sagen. Ach, da dürfen wir wieder nicht so nah ranbauen, ne? Dann bauen wir den noch einfach hier so direkt, zack, da dran. Weil wir müssen ja verschiedene Sachen. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Die Getreide. Stand das hier mit drauf? Nee, ne? Da steht nur drauf verschiedene Sachen. Ach so, ja, wir müssen ja auch noch zu den Wiesenquartieren. Das habe ich total vergessen. Begib dich zum Flora-Tempel im Ebenendistrikt. Ach so, da soll ich vorbeikommen. Ah, okay. Dann wird die heutige Episode wohl doch etwas größer. Moment. Also Waldregion müssen wir hin und zu den Wiesenquartieren müssen wir hin. Dann machen wir das doch mal eben ganz schnell. Waldregion und Wiesenquartieren. Ich bin in der Waldregion. Moment. Ich habe es nämlich schon geahnt, aber ich habe gedacht, naja, hier ist doch keiner mit dem Namen. Aber offensichtlich doch. Frage ist nur, wo ist die? Eine Bäckerei nicht, oder? Nee. Ach, da steht sie doch. Oder in dem Fall eher Andi war es nämlich. Als ich heute Morgen am Tisch saß, brach mir mein Stuhl einfach weg. Wenn du ihn durch eine andere Dekoration ersetzt, bringe ich das sicher kein zweites Mal fertig. Ja, du machst es gut. Du weißt, wo du mich findest. Kann ich ihm auch eine Dekoration geben? Damit er die von drinnen reinmacht? Vermutlich nicht, ne? Dein Haar eine neue Farbe. Ich gebe ihm mal einfach das Ding für, mit den Kontaktlinsen. Keine Ahnung. Hat aber jetzt nichts damit zu tun. Gut, passe das Haus an. Also, das können wir natürlich nochmal eben schnell. Ach so, passe das Haus an. Oh. Das finde ich aber nicht nett. Und das finde ich jetzt auch nicht nett, weil das war gerade meine Erinnerung, dass ich los muss. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich doch ein wenig splitten. Je nach Kreativität, je nach Produktion. Ich weiß nicht, ob die sehr produktiv sind. Ach komm, wir machen mal die einfach das da rein. Das ist mir jetzt egal. Gehört das auch zur Dekoration? Nein, natürlich gehört es nicht dazu. Ach, ich liebe es. Okay. Ach so, das Haus. Ach, und ich bin jetzt bei dem Haus, wo er arbeitet. Ja, gut. Okay, das.
Da hätte ich jetzt natürlich auch dran denken müssen. Andi. Ganz schnell gucken. Bist du das hier, Andi? Ich glaube, ja, ne? Ja, genau. Dann haben wir natürlich wieder nichts, was wir reintun können. Ja, da könnten wir jetzt die Produktion erhöhen, aber natürlich nicht im Haus. Das ist das Gleiche, ne? Ja. Ja, dann müssen wir eigentlich hier... Aber die nehmen das nicht an, wenn ich wieder die Farbe ändere, ne? Das ist blöd. Dann mache ich das später, würde ich sagen. Und wir gehen nochmal ganz, ganz schnell zu den Wiesenquartieren, um kurz die Quest abzugeben. Komm, Wiesenquartiere hier. Weil ich nämlich gleich los muss und wenn ich mich nicht beeile, dann... Ja. Was möchtest du denn? Ins Gasthaus. Achso, du warst die Sache mit dem Gasthaus. Ja, tut mir leid. Ja. Du sollst aus persönlichen Gründen nicht mit mir sprechen. Du kannst mich doch mal. Moment, hier ist grün. Ist das hier drin? Oder ist das dahinter? Moment. Nee, das ist dahinter. Okay. Ah, wieder rein. So, erstmal kurz abgeben. Ja, hier haben wir ein T-Shirt. Bitteschön. Das passt dir auch ganz gut, wollte ich gerade sagen. Aber irgendwie sieht es jetzt angezogen doch nicht ganz so gut aus. Perfekt. Ich weiß nicht, ob ich genauso gut aussehen werde wie du. Aber ich werde mein Bestes geben. Danke. Tut mir leid, ich muss das jetzt hier ein wenig verschnellern. Maximus, oh hey, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir etwas Futter bringen? Toll, habe ich gerade so viel eingelöst. Ich habe gerade eine sehr aggressive Kuh getroffen. Muss sie besänftigen. Ja, kein Thema. Dann nimm hier was. So, reicht eins? Ja, eins reicht. Perfekt. Fantastisch, danke. Vielleicht stellt das die Kuh zufrieden. So furchteinflößend hat noch nie jemand vor mir gekaut. Ernsthaft? Eine Schutzbrille. Okay, dann gucken wir nochmal ganz schnell. Die restlichen Sachen konnten wir, glaube ich, jetzt nicht mehr abgeben, ne? Ah doch, Moment. Waldregion, Karen. Karen in der Waldlegion. Wir sind aber doch jetzt gerade in der Waldlegion, oder? Moment, jetzt muss ich doch mal eben schnell gucken. Ah ne, Wiesenquartiere, da unten steht's ja. Ach nee, Waldlegion war das Neue, ne? Ich blick langsam schon überhaupt gar nicht mehr durch. Ja, genau. Dann gehen wir da nochmal schnell hin. Hätten wir natürlich da auch in eine machen können. Dann hoffe ich mal, dass sie irgendwo hier im Gasthaus oder Bäckerei oder irgendwas in der Richtung ist. Da sehe ich jetzt nichts. Da sehe ich auch nichts. Da müssen wir doch nochmal eben schnell suchen. Oh Gott. Gastwirt. Doch, Gastwirt. Und die scheint auch da zu sein. Ach, jetzt kommt sie raus. Ja, toll. Jetzt. Also, ganz ehrlich hier. Hallo, ich möchte mit dir reden. Ja, ich habe dir das Ganze geholt. Bitteschön. Ja? Oh, diese Bausch-Gemütlichkeit ist perfekt. Das wird das Beste. Entschuldige die Küchenüberflutung-Bouquet der Welt. Dafür muss man mir vergeben. Okay. Waldlegion. Da können wir wieder etwas einfordern. Sehr schön. Ich laufe hier gerade schon entgegen, weil ich mal eben den Alarm ausschalten muss, sonst fängt das nämlich gleich hier wieder an. So, dann beanspruchen wir das Ganze nochmal ganz schnell. 89%. Sehr schön. Ich hoffe, es kommen noch neue Bewohner dazu und es kann sogar sein, dass wir am nächsten Tag dann das mit den Gebäuden abgeschlossen haben. Dann muss ich mich jetzt aber wirklich erstmal von euch verabschieden, weil ich muss nämlich jetzt los. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.